Hallöchen, heute hier wieder auf der Baustelle. Wir sind mittlerweile im Oktober, genau genommen ist heute der 4. Oktober 2020. In den letzten Tagen, da hatte ich glaube ich videotechnisch ein bisschen weniger dokumentiert als sonst üblich, aber das war einfach der Tatsache geschuldet, dass hier zum einen jetzt nichts Spannendes passiert ist, zumindest nichts Überraschendes, nichts Neues, und zum anderen, dass diese Arbeit, also die Elektroinstallation, mit der ich hier größtenteils noch beschäftigt bin, mit dem Installieren oder Eingipsen, Montieren der Unterputzdosen, und dem Anfahren mit Leerrohren, dass das halt ja an sich wahrscheinlich nicht besonders spannend ist, aber halt einfach langwierig. Das dauert einfach seine Zeit, wenn man das sorgfältig macht, mit dem Laser arbeitet, das wirklich schön über das ganze Geschoss hinweg, dass die alle nachher auf der gleichen Höhe sind. Da ist man dann doch eine Weile beschäftigt, aber im Detail ist das dann jetzt vermutlich wenig spannend. Man kann ja sehen, hier in dem Bereich, Küchenbereich und Esszimmerbereich, bin ich größtenteils schon fertig. Da sieht man immer diese grauen Flecken um die Dosen. Das ist halt der Gips, das Rotband, der Beton. Alles, was ich da so da habe, habe ich da irgendwie mit rein gemischt. Hier in dieser Ecke zum Beispiel, da sind zumindest mal die Leerrohre schon vorbereitet, sind oben fixiert und so weiter. Da hängen dann die Dosen irgendwie aus der Wand. Das muss eben jetzt noch eingegipst werden. Und hier in dem Bereich, da fehlt selbst das noch. Also da befinden sich jetzt die schwarzen Dosen, Unterputzdosen schon in der Wand. Aber die Leerrohre und so muss ich noch auf die richtige Länge schneiden, noch da durchführen. Da fehlt noch ein bisschen was. Und hier in dem Bereich, da gibt es die Schlitze, aber da fehlen selbst noch die Dosen. Mit den Schlitzarbeiten selbst, da sind wir größtenteils durch. Also in allen drei Geschossen. Und ja, jetzt geht es eben darum, diese Unterputzdosen abzusetzen. Im Keller sind wir auch damit schon durch. Hier im Erdgeschoss, da fehlt nicht mehr ganz so viel. Und dann widmen wir uns dem Kellergeschoss. Da haben wir jetzt noch so 1,5, 2 Wochen oder so, bevor das, glaube ich, jetzt hier auch abgeschlossen sein sollte. Und ja, wie gesagt, langwierig. Irgendwann wird es dann monoton. Aber wenn man das ordentlich macht, dann dauert es halt seine Zeit, und das ist ja auch eine einmalige Geschichte. Irgendwann ist man dann hoffentlich fertig damit und hat dann eben eine saubere Grundlage für irgendwie Elektro- oder für Steckdosen, für Schalter und so weiter, Taster, all das, was da halt installiert werden soll. Insofern nehme ich das schon ernst, das macht mir Spaß, aber klar, irgendwann nach ein paar hundert Dosen hat man dann die Schnauze voll. Was sich hier bautechnisch getan hat, es spielt sich vor allem im Keller ab in den letzten Tagen, also was hier seitens des Generalunternehmers eben eingeleitet worden ist oder koordiniert worden ist, ist die Installation von so einer Schweißbahn. Das ist hier so eine Alujet Floorjet Speed, keine Ahnung, was da jetzt davon der Hersteller das Produkt ist, weiß ich nicht genau. Letztendlich geht es halt darum, hier auch den Rohfußboden nochmal so ein bisschen abzudichten, zu isolieren. Davor war das ja hier wirklich der Rohfußboden, der herausgeschaut hat, der Beton, eben der Bodenplatte. Mittlerweile hat man das jetzt eben hier so eingedeckt. Leider ist die auch ein bisschen schmutzig an der einen oder anderen Stelle, einfach weil wir hier nachträglich noch irgendwas gegipst haben, Schlitze gemacht haben, irgendwas geöffnet haben an der Wand, und dann lässt sich das nicht ganz vermeiden, dass auch diese Schweißband hier nochmal ein bisschen eingesaut wird, in Anführungszeichen. Wir haben uns dann schon Mühe gegeben, das sauber zu machen, aber ja, am Ende ist es eine Baustelle und man läuft da dann trotzdem mal mit schmutzigen Schuhen oder so hier herum. Ja, ansonsten hat sich jetzt hier im Kellergeschoss gar nicht mal so viel verändert bzw. getan. Die mit der Elektroinstallation waren wir in großen Teilen das letzte Mal auch schon fertig gewesen. Also da ging es halt um die Leerrohre und die Unterputzdosen. All das ist jetzt hier im Kellergeschoss größtenteils schon abgeschlossen. Was in den letzten Tagen noch dazu kam, ist eine Unterputzdose jeweils in der Türleibung. Und zwar, die kann man hier sehen. Und auch da kommt man eben mit einem Leerrohr, in dem Fall sogar von zwei Seiten. Also einmal hier vom Flur, von außen sozusagen, und einmal innerhalb des Raumes mit einem Leerrohr angefahren. Das heißt, man hat hier mehrere Möglichkeiten, Kabel hinzuführen in den Bereich der Tür, in die Türzarge. Und da geht es einfach darum, dass man zum einen den Status der Tür möchte ich gerne überwachen, also ob die Tür jetzt offen oder verschlossen ist. Das kann man dann irgendwie für verschiedenste Logiken, für Präsenzerkennung, für Beleuchtung, Belüftung, all diese Dinge eben benutzen. Das habe ich bei jeder Tür vor, beziehungsweise bei jeder Tür auch schon so umgesetzt. Und der zweite Punkt ist die Beleuchtung. Also wir hatten die Idee, vielleicht auch nachträglich, muss man mal sehen, wie das zeitlich sich dann eben ergibt, die Tür in Szene zu setzen mit irgendwie LEDs. Und auch dafür braucht man halt die Möglichkeit, das Ganze mit dem Kabel anzufahren. Und da hier eine Unterputzdose, um auch ein bisschen Verklemmungsraum zu haben im Fall der Fälle. Und dementsprechend auch hier nochmal eine Unterputzdose. Das haben wir eben bei allen Türen jetzt hier im Geschoss, beziehungsweise auch in den anderen Geschossen, schon so vorbereitet.
Das ist jetzt hier genau dieselbe Konstruktion und auch bei den anderen Türen hier im Raum eben ähnlich gelöst. Ansonsten wird der Keller jetzt hier auch schon wieder missbraucht für die Zwischenlagerung von Material und so weiter. Und zwar zum einen hier Sanitärmaterial. Also wir haben jetzt hier mit der Badplanung bzw. mit dem Kauf der Materialien der Sanitärobjekte eben soweit fertig. Die sind hier schon mal zwischengelagert, die werden in den nächsten Tagen, nächsten Wochen eben verbaut. All das Material haben wir schon mal hierher geschafft, damit es auf der Baustelle ist, damit die Sanitärinstallateure dann das sich gegebenenfalls eben vor Ort auch mal ansehen können, beziehungsweise das halt verbauen können entsprechend. Vieles davon muss ja Unterputz installiert werden und dementsprechend muss das halt jetzt in dieser Bauphase geschehen. Darüber hinaus gibt es im Raum gegenüber hier das Material für das nächste Unterprojekt. Und zwar haben wir uns relativ spät, aber eben noch im Rohbau und dementsprechend noch rechtzeitig dazu entschlossen, eine zentrale Hausstaubsaugeranlage zu installieren. Da geht es eben darum, dass man einen zentralen Sauger hat. Der steht jetzt hier auch schon ausgepackt da. Den haben wir schon mal soweit ausprobiert. Das ist eben dieses gute Gerät und dann gibt es eben eine Menge von Installationsmaterial in Form von Rohren beziehungsweise auch in Form von solchen Unterputz-Wallboxen, aus denen man dann ja den Schlauch, das Zubehör herausziehen kann. Davon gibt es eben einen pro Geschoss. All das muss eben noch installiert werden. All das muss eben hier in den Rohbau, in die Wände eben eingebracht werden, eingearbeitet werden. Und auch hier gibt es noch eine Menge Arbeit, dazu später in anderen Videos mehr. Aber das Material hierfür haben wir eben auch schon mal auf die Baustelle geschafft. Und lagern wir jetzt eben aktuell in diesem Raum hier zwischen. Genau, das waren jetzt hier also so die Veränderungen, die sich eben in den letzten Tagen ergeben haben. Man merkt schon, das geht jetzt hier immer in kleineren Schritten. Früher, beziehungsweise was heißt früher, aber vor ein, zwei Monaten, da hat man halt hier innerhalb von einer Woche ein ganzes Geschoss aufgestellt und dementsprechend groß war die Veränderung, wenn man das jetzt hier alle paar Tage mal eben besichtigt hat oder dokumentiert hat. Und mittlerweile, der Rohbau steht, die Fenster sind eingebaut und jetzt geht es halt an die Details. Und ja, dass man dann eben mit solchen Konstruktionen mal ein paar Stündchen beschäftigt, das alles einzugipsen, vorzubereiten und so weiter. Und das ist dann, wirkt dann auf dem Video natürlich dann nicht mehr so spektakulär in dem Sinne. Aber ja, es gibt hier eben noch eine Menge zu tun in Form von diesen Details und auch mit der Staubsaugeranlage, mit der Sanitärinstallation. All das wird eben in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen hier weiter fortgeführt werden. Irgendwann, wenn dann die Mauerschlitze verschlossen werden, dann geht es eben auch weiter mit dem Innenputz und so weiter und dementsprechend hier sind wir hier fast jeden Tag beschäftigt, viele Stunden bis tief in den Abend, bis in die Nacht hinein und das wird jetzt sich voraussichtlich oder auch voraussehbare Zeit in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich auch nicht ändern. Wir machen halt hier einfach viel in Eigenleistung, das wollten wir auch so oder das will ich nach wie vor so, das macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß, aber das nimmt halt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Das sollte man natürlich berücksichtigen, wenn man vorhat, hier selbst mit Hand anzulegen. Dementsprechend mache ich mich jetzt weiter darüber, hier Dosen einzugipsen. Mein neuestes Lieblingshobby. Ja, mit ein bisschen Musik, mit ein bisschen Podcasts kriegt man das schon ganz gut die Zeit rum, hat dann am Ende tatsächlich auch was geschafft. Und dann sehen wir uns wieder in den nächsten Tagen und ich werde dann sicherlich wieder ein paar neue Schritte, neue Fortschritte zu vermelden haben. Bis dahin, bis dann, tschüss!